Football O'Clock. He's at the 30. He's at the 20. He's given up. Oh, no! 2 seconds on the clock. Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Es ist Zeit für so viel Football-Talk und positiven Football-Talk wie schon lange nicht mehr. Es ist Zeit für Winter Day Football O'Clock. Es ist Zeit für den Mann, auf den alle seit 7 Tagen gewartet haben. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Das habe ich schon gesagt. Freut mich sehr, Bernhard, dass du einmal mehr in der Winter Day Football O'Clock Leitung bist. Ich freue mich auch sehr. Was war das für ein Spiel am vergangenen Sonntag? Wie sehr wirkt das noch nach, Bernhard? Natürlich, so lange ist es ja natürlich noch nicht vorbei oder her. Aber war sehr dominant. Ich glaube, das war auf jeden Fall einer der dominantesten Siege, den ich hier miterleben durfte mit den Cardinals. Es hat einfach alles gepasst, vor allem, wir sind wieder schnell rausgestartet, gut rausgestartet, und Defense hat die gleich gestoppt beim 4. Versuch, obwohl wir Kickoff-Return zugelassen haben, bis zu 50er oder so. Das hat dann irgendwie ein bisschen so den Ton gesetzt fürs restliche Spiel und die Offense hat exekutiert, Kyler Murray hat einen richtig guten Tag gehabt, Marvin Harrison hat ist erst Woche 2, aber hat so ein Breakout-Game gehabt, was natürlich, glaube ich, super für ihn ist, weil einfach die ganze Confidence wächst und er sich wahrscheinlich jetzt einfach sehr, sehr sicher fühlt in dem Ganzen und bestätigt fühlt und wahrscheinlich auch einfach viel freier spielen kann, als wenn es wieder vielleicht einfach nur 4 Yards gewesen wären oder so. Deshalb ja, sehr froh, sehr happy. Auch happy, dass die Titans 2 Touchdowns gemacht haben. War auf jeden Fall ein super Spiel. Ich habe da eine kleine Statistik mitgebracht, die ich vor wenigen Wochen wahrscheinlich selbst noch für eher unrealistisch gehalten hätte. Wir haben 57 einzelne Rückmeldungen bzw. Fragen bekommen für diesen Podcast. Ich habe das dann heute auch auf Twitter bzw. Instagram so formuliert. Die Cardinals werden noch viel mehr interessieren als ohnehin schon. Glaubt, dass da große Dinge in der Wüste passieren, vor allem offensiv, teilweise auch defensiv mit Sicherheit. Und wenn die Hörerinnen und Hörer oder in dem Fall, wie die Hörerinnen und Hörer dann auch über die nächsten Wochen rausfinden dürfen, dass die Cardinals attraktiven, hoffentlich auch erfolgreichen Football spielen, dann werden sie vermehrt, so hoffe ich, dann auch bei uns landen. Die Zahl der Rückmeldungen ist ein absoluter Rekord. Du hast schon ein klein wenig angerissen, was da am vergangenen Sonntag in Glendale passiert ist. Wir werden all das diskutieren. Für all die Menschen, die neu sind bei uns. Wir sprechen einmal wöchentlich über American Football allgemein und ganz speziell dann dreigeteilt über das, was bei den Arizona Cardinals passiert. Wir haben immer ein Thema der Woche. Da gibt's auch neue, tolle Cover, damit dann auch gleich ersichtlich ist, was unser großes Thema der Woche ist. Da möchte ich vorwegnehmen, dass du dich diese Woche noch viel mehr angestrengt hast als ohnehin schon und auch künstlerisch tätig warst. Und im 3. Teil sprechen wir über das, was sonst so in der NFL passiert ist. Wenn ihr in die Shownotes dieses Podcasts blickt, dann seht ihr Timecodes, die hinterlegt sind, wenn ihr zu den Arizona Cardinals und allem, was dort wichtig ist und war, springen möchtet, bitte dorthin gehen. Wenn ihr direkt zu unserem Thema der Woche gehen möchtet, das ist die Kommunikation an der Line of Scrimmage, dann auch gerne dorthin springen. Und wenn euch das interessiert, was Bernhard sonst so über die NFL zu sagen hat, dann auch gerne mit dem 3. und letzten Teil anfangen und sich dann zurückzuarbeiten. Egal, was euch gefällt, wir sind für euch da. Bernhard ist für euch da und muss einfach nur kurz abklären, bist du ready für all das, was jetzt folgt?
Ja, voll. Und auch von meiner Seite, das ist sehr cool, dass sich so viele Leute melden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber für mich persönlich ist das immer viel cooler, irgendwie interaktiv, natürlich auch mit den Zuschauern so zu reden, unter Anführungszeichen. Man redet ja nicht direkt, aber wenn man direkte Fragen beantworten kann von den Leuten, dann ist das natürlich sehr cool, weil man weiß, dass das auf jeden Fall Leute interessiert, und nicht einfach nur wir zwei so reden. Deshalb auf jeden Fall sehr cool, dass sich so viele gemeldet haben, und immer weiter so. Es erfüllt mich mit Stolz und einerseits ist es so schwierig dann zu selektieren und viele Ja. Fragen sind ähnlich und dann kann vielleicht nur die Susanne in unserem Podcast vorkommen und obwohl die Petra und die Ursula genau dieselbe Fragen hatten. Viele schlägt in dieselbe Kerbe, viele Sachen sind dann aber auch mit dabei, wo ich dann speziell selektiere und sage, ja, cool, kommt in dieser Episode vor und ein paar. Muss ich da auch schon sagen, habe ich mal für kommende aufgehoben, weil ich glaube, Hörerinnen und Hörer genau wissen, in welche Richtungen wir gehen wollen, auch mit unseren Themen der Woche. Da kommen die nächsten Wochen und Monate noch ein paar extrem spannende auf euch alle zu. Aber auch da einmal mehr, bevor wir uns da, ich mich da um Kopf und Kragen rede. Wollen wir über deine Mannschaft reden, Bernhard? Let's do it. Let's do it. Wir sprechen über Die Arizona Cardinals. Die Arizona Cardinals, Teil 1 unserer wöchentlichen Konversation. Und das gab es nicht allzu häufig, seit es dieses Projekt namens Winter Day Football O'Clock gibt, dass wir uns über einen Sieg unterhalten durften. Schon gar nicht über einen derart dominanten, nämlich 41 zu 10. Und ja, wir zeichnen das 2 Tage später auf. Und ja, das konnte jetzt ein klein wenig sickern. Aber wie blickst du auf diesen Erfolg zurück? Ja, ich glaube, dominant beschreibt es am besten. Wir nehmen uns natürlich für jedes Spiel bestimmte Ziele vor, und das war wirklich, also soweit ich mich jetzt erinnern kann, eines der ersten Spiele, wo wir wirklich, sagen wir, 90% von diesen Zielen, also wir fast alle Ziele eingehalten haben, beziehungsweise übertroffen haben. Eines, was mir jetzt in den Kopf springt, ist, wir wollten Williams unter 90 Yards halten, und ich glaube, er hat dann irgendwie irgendwas in den 20ern, 23 oder 27 Yards gehabt. 12 für 25 und 1. 25 Yards. Also das ist, spricht natürlich sehr für die Leistung der Defense, und auch unsere Ziele in der Offense haben wir sehr gut umgesetzt. Und immer wenn man als Team so einen guten Tag hat, dann in den meisten Fällen spiegelt das Resultat am Ende des Spiels dann natürlich wieder. Deshalb ja, einfach overall sehr dominante Performance, wo einfach alles geklickt hat einfach, und hoffentlich so der Startschuss sein kann für eine längere Serie, wo wir einfach alle unseren Job machen und dann im Endeffekt Spiele gewinnen. Weil letzte Woche haben wir auch schon schnell gestartet, aber dann sind wir ein bisschen in der Halbzeit ein bisschen langsamer wieder rausgekommen, und dieses Spiel war einfach alle 4 Viertel mehr oder weniger waren wir sehr dominant und haben ihnen auch keine Chance gegeben, wieder zurückzukommen, weil wir beide wissen, dass das sehr schnell gehen kann mit dem Momentum in der NFL, und ja, haben wir nicht zugelassen, ist aber auf jeden Fall sehr souverän. Gerade wenn ich mich zurückerinnere, die Zeit, wo wir miteinander zu tun haben dürfen, wie oft die Cardinals in Spielen dann auch in Führung und teilweise in deutlicher Führung gelegen sind und diese Führung dann noch abgegeben haben, war das am vergangenen Sonntag echt spannend zu sehen, wie man mit der Führung umgegangen ist, wie man sich auch immer weiter ausgebaut hat. Dann kann man vorstellen, dass das sicher auch so ein Point of Emphasis war und möchte noch vorausschicken, wir könnten wahrscheinlich stundenlang nur über diesen Erfolg sprechen. Realität ist, dass wir versuchen, wie immer, diese Konversation mit allem, was wir auf der Agenda haben, so um die Stunde herumzuhalten. Deswegen, vielleicht werden wir auch kommende Woche oder in den kommenden Wochen dann gleich mit dir über das sprechen, was sich da am Sonntag im Stadion ereignet hat. Aber nur um es einzuordnen, du hast es schon leicht angerissen. In deinem 4. Jahr jetzt in Diensten der Arizona Cardinals, wo rangiert dieser Sieg? Ich habe es mir nämlich extra nochmal angeschaut. Der Hail Mary,
der war vor deiner Zeit. Mhm. Das war einer der großartigeren Regular-Season-Siege der Arizona Cardinals. Aber war das am Sonntag vielleicht der tollste, bei dem du mit dabei warst, bei dem du Mitglied der Organisation warst, oder fällt dir da ein anderer Siegerfolg zuerst ein? Also ich würde auf jeden Fall, also wenn wir jetzt von dominanten Siegen sprechen, glaube ich, zumindest wie ich mich jetzt erinnern kann, ich bin mir sicher, dass ich auch ein paar vergesse, aber das war auf jeden Fall der dominanteste, so an den ich mich jetzt erinnern kann. Natürlich hatten wir auch andere Spiele, wo es ein bisschen knapper war und so, was vielleicht emotional schönere Siege waren oder vielleicht ein bisschen mehr exciting. Aber dieses Spiel war einfach sehr dominant. Also es gab nie irgendwie eine Phase, wo wir uns sagten, jetzt kommen die nochmal zurück oder jetzt müssen wir uns wieder anstrengen, sondern es war einfach quer durch die Bank, egal Defense, Offense, Special Teams, und alle vier Viertel war einfach sehr dominant und sehr souverän runtergespielt die ganze Zeit. Deshalb sowas kann ich mich jetzt eigentlich nicht erinnern. Das wäre aber auf jeden Fall cool zu sehen. Was extrem cool zu sehen war, waren nicht nur die Touchdowns auf Marvin Harrison Jr., da kommen wir dann auch in Kürze dazu, sondern vor allem Anfang des zweiten Viertels oder im zweiten Viertel der letztlich dritte Touchdown auf Elijah Higgins. Kyler Murray mit letztlich drei gebrochenen Tackles, einem unfassbaren Scramble und dann auch noch dieser Awareness, Augen permanent downfield im Lauf. Ein unfassbarer Pass auf deinen Tight-End-Kollegen zum Touchdown. Also musst du zu der Zeit, als es passiert ist, eine andere Partie beobachten und kommentieren und sehe das so im Augenblick und denke mir so, holy shit, das ist gerade wirklich passiert. Und denke mir, in dem Augenblick, du bist ja an der Seitenlinie, du siehst das im Stadion, wie war es, dieses Play so quasi mit Front-Row-Seat zu beobachten? Ja, ich meine, es ist natürlich ein Grund, warum der Kyler so hoch bezahlt ist und warum das einfach einer, wir denken, einer der besten Quarterbacks in der Liga ist und im Endeffekt auch ein Leader in unserem Team, genau für solche Plays. Er ist ein so athletischer Quarterback, um genau aus solchen Situationen rauszukommen, falls es mal länger dauert und die O-Line nicht so lange blocken kann oder falls generell wer durchkommt, um eben mit seinen Füßen dann quasi das Play zu extenden und seinen Receivern die Chance zu geben, noch frei zu werden oder immer noch frei zu bleiben. Deshalb, ja, also für mich ist es gar nicht mehr so ein Surprise. Ich habe schon so viele Spielzüge vom Kyler gesehen, wo er genau das macht. Aber ja, das war irgendwie, so ist das Spiel irgendwie gelaufen. Also immer wenn sie mal die Chance hatten, ein gutes Play zu machen in der Defense, dann hat der Kyler die Füße in die Hand genommen und hat das Play extended oder noch den Checkdown gefunden für ein paar Yards. Deshalb surprised war ich nicht von dem, was der Kyler gemacht hat, aber es war auf jeden Fall ein super Play und ich habe mich natürlich sehr gefreut für den Elijah, weil der jetzt nicht so viele Chancen im Passing Game kriegt, natürlich, weil der Trey einfach sehr dominant ist und dass er dann quasi die Lücke findet quasi und der Kyler auch ihn sieht, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut für ihn. Dass er nicht so viele Chancen bekommt, zeigt dann schon auch die Statistik. Ein Target für Elijah Higgins, aber aus dem hat er das meiste rausgeholt. Das war eben der 18-Yard-Touchdown. Ich habe dir einen Screenshot geschickt, glaube aus der All-22-Perspektive. Perspektive, nicht Perspective, Perspektive, so ist es richtig. Und werde den Screenshot von dem Twitter-Account No Context Card auch in den Shownotes dieses Podcasts teilen. Und das zeigt den Moment kurz nach der Passabgabe, wo Kyler Murray schon abdreht, mit dem Rücken quasi zur Endzone. Elijah Higgins, der den Catch noch nicht ganz gemacht hatte, und Murray, der aber schon gejubelt hat. Wie viel Confidence ist da mit dabei, auch aus Kyler Murrays Sicht, sowas zu machen, zu wissen, mein Tight End, der wird da schon vollziehen. Wie hast du reagiert, dass du diesen Screenshot zum ersten Mal gesehen hast? Ja, voll im Spiel ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich natürlich den Ball verfolgt habe. Aber ja, ist irgendwie so Stephen Curry oder so, wenn er eine 3 wirft und er ist sich sicher, dass der reingeht.
Ja, es ist schon lustig so zu sehen. Aber ja, ich glaube, das zeigt eben, so wie du sagst, dass er einfach seinen Mitspielern auch vertraut oder in dem Fall dem Elijah und keine Doubts einfach hatte, dass der den Ball fängt. Einen Mitspieler, dem er natürlich auch vertraut hat, das ist Marvin Harrison Jr. Wir haben an dieser Stelle schon häufiger über ihn gesprochen, aber nachdem wir über die letzten Wochen und Monate so viele neue Hörerinnen und Hörer akquirieren konnten, ist es vielleicht an der Zeit, klein wenig neu nochmal über ihn zu sprechen und vielleicht auch, was er für ein Typ ist. Was mir sofort ins Auge gesprungen ist, als ich im Nachgang zur Partie von ihm hören durfte, von ihm lesen durfte, und er gesagt hat, ja, das Spiel war schon okay, wohlgemerkt 4 für 130 und 2 die Statline, aber er hat gesagt, die 4 Incompletions von Kyler Murray, die waren alle in meine Richtung, weil er eben 8 Targets hatte. Das spricht schon auch dafür, wo er für sich das Level ansetzt. Aber wenn jetzt jemand noch nie von Marvin Harrison Jr. gehört haben sollte, und da müsste man tatsächlich dann am Football-Mond die letzten Wochen und Monate gelebt haben, und du hast das Vergnügen, mit ihm nicht nur ein Locker-Room, sondern eben auch das Team zu teilen. Wie würdest du ihn so einer Person gegenüber, der Marvin Harrison Jr. kein Begriff ist, beschreiben? Ja, also für jeden anderen, der das Interview auch gesehen hat, ich glaube, dass wenn man das schaut, dann kriegt man einen ganz guten, also kann man ganz gut einschätzen, wie er so ist, weil so ist er tatsächlich, also sehr professionell einfach. Und ich habe gefunden, dass wenn man sich das angeschaut hat, dass man einfach genau das merkt. Also natürlich könnte er da jetzt in Ekstase stehen und oh ja, urgut, alles war gut, ich bin urfroh, dass ich 2 Touchdowns gemacht habe oder was auch immer. Aber nein, er steht da und sagt, ich hätte gern die anderen 4 auch gefangen und daran muss ich noch arbeiten. Und das ist einfach so, wie er sich auch bei uns gibt, und so ist er einfach, einfach sehr professionell und fokussiert, und er weiß, dass das erst der Anfang ist, und er weiß natürlich auch, dass er sehr, sehr gut sein kann, vielleicht der beste Receiver in der Liga eines Tages. Aber er weiß eben auch, dass er das alles erst zeigen muss, deshalb ja, so ist er auch. Also er ist jetzt nicht der Lauteste oder er ist jetzt nicht der Schreihals quasi vom Team, sondern er ist sehr fokussiert auf sich selber und hat schon eine Routine und all das, was man selten bei Rookies sieht. Also viele Rookies, die reinkommen, die müssen das alles erst herausfinden und quasi ein bisschen abtasten, aber der ist einfach ein Pro und deshalb auch legitimiert wahrscheinlich, dass er so hoch gedraftet worden ist. Das hat sich auch Teil gespielt in der Entscheidung, und ja, er zeigt das jeden Tag und er kommt immer positiv und ist immer derselbe Mensch jeden Tag beim Training, und deshalb ja, sehr konstanter Typ, sehr zielstrebig, und bin gespannt, was er den Rest der Saison noch so zeigen kann. Ja. Spannend natürlich auch die Frage nach den Hackordnungen. Er als Superstar Receiver potenzieller Natur gedraftet, ich glaube, das hat er schon gezeigt, dass es sein kann. Hochgedrafteter Rookie, du hast 4th-year Pro auf der Practice Squad mit dem International Player Exempt Roster Spot als IPP-Athlet. Wie viel Interaktion gibt es da wirklich zwischen einem Marvin Harrison Jr. und dir? Wie sah das die letzten Wochen und Monate aus? Ja, also wie gesagt, er ist jetzt nicht so der lauteste oder weiß ich, also er ist ein bisschen reserviert, kann man sagen, glaube ich. Deshalb, ja, noch nicht so viel. Ich meine, ab und zu läuft man sich natürlich über den Weg oder beim Training, wenn man gemeinsam bei einem Drill ist oder solche Sachen, aber außerhalb von dem jetzt noch nicht so viel. Aber alles, was ich bis jetzt eben mitbekommen habe, ist, dass er auf jeden Fall ein sehr angenehmer, chilliger Mensch ist, der aber auch sehr fokussiert eben ist und weiß, warum er hier ist. Mal schauen, ob er sich verändert, wenn er wirklich mal Fuß gefasst hat. Und er spürt natürlich auch sehr viel Druck. Er weiß, warum er hier ist, und er weiß, dass er sehr hoch gedraftet worden ist, und dass damit natürlich auch bestimmte Erwartungen kommen. Und vielleicht ist er deshalb jetzt, vielleicht muss er noch ein bisschen so auftauen im Team. Und ja, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und ich finde, er macht das sehr gut. Und ja,
Eine interessante Sache, weil wir gerade über ihn reden, die ich gesehen habe, ich habe es leider nicht gescreenshot, ich muss anfangen, das zu machen, dass ich das genau sagen kann. Aber sein Vater ist ein Hall of Famer und auch richtig guter Receiver gewesen. Und ich glaube, sein Career High wurde gebrochen von Marvin Harrison Jr. in seinem zweiten Spiel und nur im ersten Viertel. Ich glaube, der hat im ersten Viertel irgendwie 133 Yards oder so gehabt und das High, müsste ich jetzt lügen, aber war halt drunter auf jeden Fall. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich kann ich mir vorstellen, dass das gleich im Group-Chat in der Familie dann reingestellt worden ist und so. Das fand ich ganz witzig. Übrigens, klares Indiz dafür, dass man verdammt alt geworden ist. Ich bin mit Marvin Harrison Senior groß geworden und der wahrscheinlich besten Receiver-Zange, die es damals gab. Er und Reggie Wayne, die den Fans in den Annapolis Colts sehr viel Freude bereitet haben. Und auf einmal ist dann die nächste Generation mit Marvin Harrison Jr. eben auch am Werk. Macht in jedem Fall sehr viel Spaß zu sehen, wo das Ganze athletisch hingeht und was da auch alles möglich ist. Und bin auch gespannt, ob sich Marvin Harrison Jr. dann noch sein Bernard Zajkowicz-Autogramm in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten holen wird. Glaub, wir werden noch sehr viel über Marvin Harrison Jr. sprechen. Glaube auch, dass wir noch sehr viel über Kyler Murray sprechen werden. Sein Jersey, Game One und der Game Ball, wohlgemerkt, wandern in die Hall of Fame. Ist erst der zweite Quarterback, wenn ich das richtig gelesen habe, der ein Perfect Rating produziert hat mit 250 plus Passing Yards mit 3 oder mehr Touchdowns und 50 oder mehr Rushing Yards. Habe heute nur den Clip gesehen auf Twitter, wie Jersey und Ball verpackt worden sind. Also auch da tatsächlich Historisches passiert. Wir könnten über so viel mehr Themen sprechen rund um die Cardinals, werden das aber ein klein wenig aufschieben. Ich glaube, dass wir, wie ich das heute auf Social Media auch schon angekündigt hatte, noch sehr, sehr viele Anlassfälle haben werden, über die Cardinals und dann auch im Detail über Spieler zu sprechen. Und möchte dementsprechend auch ein klein wenig die Userinnen, User, Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Und eine Userfrage, die dahergekommen ist, beschäftigt sich etwas allgemeiner mit den Coaches, die du auch schon kommen und gehen gesehen hast. Und die Frage lautet, dass Psycho ja auch schon einige Trainer mitbekommen hatte. Wo liegt der Unterschied von Jonathan Gannon zu anderen Trainern? Was er so merkt bezüglich Teambuilding oder auch persönliche Kommunikation mit einzelnen Spielern? Wir haben das die letzten Monate immer wieder umrissen, aber auch da merkt man, es gibt extrem viel Interesse an den Cardinals, auch an deiner Person. Was ist der Unterschied, was sind die Unterschiede zwischen Gannon und Cliff Kingsbury, dem Vorgänger? Also egal, eben jetzt verglichen mit Head Coach oder generell Coaches, die ich kennengelernt habe über die Jahre, mit den Coaches, mit denen ich am besten zurechtkomme und wo mir auch vorkommt, dass die anderen Leute, die am meisten respektieren und am besten mit denen arbeiten können, sind immer Coaches, die erstens sehr ehrlich sind, egal ob gut oder schlecht, und zweitens jeden gleich behandeln. Weil egal, ob du ein Starspieler im Team bist oder eben nicht, jeder merkt das und jeder will das natürlich auch. Also selbst wenn du ein Starspieler bist, dann fällt es dir vielleicht nicht so auf, weil er immer nur gute Sachen zu dir sagt. Aber man merkt das als Team, als Teamgefüge, weil früher oder später trifft es irgendwie dann jeden, wo sich einer denkt, boah, ich habe das eigentlich genauso gut gemacht. Warum sagt er mir das nicht? Oder wenn der Starspieler mal einen Fehler macht, warum sagt er nichts? Und genau das, finde ich, ist der größte Unterschied oder das, was der JG am besten macht. Er ist sehr ehrlich und er ist sehr direkt und er sagt auch, wenn Sachen nicht passen, natürlich. Aber eben auch den Starspielern. Ich kann mich erinnern, letzte Woche eben, als wir gespielt haben, hat unser Linebacker Nummer 7, Kassir, bei manchen Plays eben nicht zu seiner Erwartung gespielt und das hat er dann vor dem ganzen Team gesagt, obwohl das ein Captain ist, ein respektierter Spieler in dem Building. Jeder weiß, dass das ein guter Footballspieler ist und es wäre wahrscheinlich auch keiner böse gewesen, wenn er das bisschen unter den Tisch gekehrt hätte, weil wir wissen, dass er im nächsten Spiel besser sein wird und das selber so ernst nimmt, dass er das fixen wird. Aber er hat das vom Team gesagt und das
das lässt natürlich alle wissen, okay, wir müssen alle zu einem hohen Standard spielen. Selbst unsere Captains werden zu diesem Standard gehalten und ich für mich persönlich kann ich natürlich nur reden, aber ich finde das eine sehr gute Qualität, die er hat. Weil er macht das auch mit den Coaches. Also es ist nicht so, dass das nur Spieler sind, sondern er macht das einfach mit dem ganzen Building, egal was mit Football zu tun hat. Alle werden zu einem hohen Standard gehalten und ich finde, so soll es sein. Und man merkt das auch als Team, weil das dann eben so eine Kultur kreiert, wo es erstens, zwar will man keine Fehler machen, aber es ist okay, weil wir alle wissen, dass wir von den Fehlern lernen können. Und zweitens weiß man, wenn er was sagt, dann meint er das auch so und dann hat das halt Hand und Fuß. Und ich glaube, das ist seine beste Eigenschaft und das ist auch ein Grund, warum wir als Team so zusammengewachsen sind jetzt über die letzten Jahre. Ich finde es hochinteressant, diese Einblicke zu bekommen. Und genau wegen dieser Einblicke schreiben uns auch so viele Menschen. Deswegen springen wir vielleicht thematisch ein klein wenig hin und her. Aber nachdem das am vergangenen Sonntag gerade der Home-Opener für die Arizona Cardinals war, und das ist ja dann doch immer noch ein klein wenig bedeutungsschwangerer, endlich wieder zu Hause zu spielen, endlich wieder vor heimischem Publikum, endlich wieder dann auch angefeuert von den frenetischen Fans, ist es total spannend, auch über solche Pre-Game-Rituale zu sprechen. Und da ist die Frage gekommen, ob du vielleicht mal ein paar Beispiele von Cardinals-Spielern nennen kannst, wie so deren Spieltagsroutinen aussehen. Vielleicht auch, wie deine aussieht. Gibt's da eine oder gibt's da jemand ganz Besonderen, der was Kurioses praktiziert? Fangen wir mit dem Kuriosen. Kurios, weiß ich nicht, fällt mir jetzt natürlich nichts ein. Aber die meisten Spieler, inklusive mir, ich bin gerne vor dem eigentlichen Warm-up. Also wir haben natürlich alle als Team so ein Warm-up und Ball-Drills und all das. Aber ich bin gern davor einfach schon am Feld. Da stretche ich mich immer, mache ein paar so Aufwärmübungen, einfach um mich loose zu fühlen, frei zu fühlen, den Rasen zu spüren, all diese Sachen. Und dann wieder reingehen, ein bisschen runterkommen, umziehen und dann eben mit allen raus. Also das ist eigentlich recht Standard. Natürlich, D-Liner machen dann vielleicht ein paar D-Line-Moves. Das sieht man öfters mal so Bilder oder Videos, wo sie gegen den Goalpost ein paar so Drills machen. Receiver, die fangen dann halt natürlich. Deshalb, jeder hat so ein bisschen veränderte Routinen, aber sehr viele haben da gleiche Routinen. Was ich nicht tue, was aber sehr viele andere tun, die gehen zum Beispiel in Cold Tub, Hot Tub vorm Spiel und da fängt ihre Routine quasi an. Das brauche ich jetzt nicht so, deshalb ich bin dann gleich am Feld. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Marvin Harrison, weil wir gerade über ihn geredet haben. Der macht das vor jedem Training und vor jedem Spiel, dass er da mit seinen Tennisbällen steht und jongliert, um halt seine Hand-Augen-Koordination und sein Gehirn einfach aufzuwecken. Deshalb ja, also es gibt schon so detaillierte Routinen dann auch, aber die meisten, also ich würde sagen 90% sind sehr ähnlich, dass sie eben davor nochmal rausgehen, ihre Sachen machen, wo sie wissen, okay, da zwickt vielleicht oder das brauche ich mehr als ein anderer, was dann eben nicht passieren würde, wenn man als Team aufwärmt. Das machen sie alles davor und dann rein und tapen oder was auch immer und dann raus mit dem Team. In dieselbe Kerbe hat eine Frage geschlagen, die sich dann aber detaillierter auch den Unterschieden zwischen Heim- und Auswärtsspielen widmet. Im Original lautet die Frage, mich würde mal die Pre-Game-Routine bei Heim- und Auswärtsspielen interessieren. Welche Unterschiede, was sind die Abläufe? Habe gehört, es fahren bei Auswärtsspielen Teambusse zu unterschiedlichen Zeiten zum Stadion, je nachdem, wann welche Spieler am Stadion sein möchten. Ist das auch bei den Cardinals so? Ja, voll. Also ich glaube, das ist eigentlich der einzige Grund. Also generell will man ja bei Routinen, dass sie immer gleich sind. Also das ist ja der Sinn von einer Routine, dass man vor jedem Spiel dasselbe macht, egal ob man in Cincinnati spielt oder in Arizona oder wo auch immer. Dass man sich eben genau durch diese Routine immer gleich fühlt vorm Spiel und sagen kann, okay, ich bin ready. Deshalb wird natürlich auch geschaut vom Team, dass es überall Hot Tubs gibt, dass es Duschen natürlich, dass es Bänder gibt, mit denen man sich aufwärmen kann, Formroller, all diese Sachen, die man
verwenden will oder verwenden kann, dass die zur Verfügung stehen, dass man sowohl beim Heim- als auch beim Auswärtsspiel die Möglichkeit dazu hat, seine Routine quasi durchzuziehen. Eben wie du sagst, das ist mit diesen Bussen, das ist der einzige Unterschied. Also bei Heimspielen kann man natürlich auf die Minute entscheiden, wann man losfahren will oder wann man dort sein will. Es gibt nur ein Limit quasi, wo dann wirklich jeder da sein muss. Aber davor ist quasi jedem frei und bei den Auswärtsspielen gibt es dann eben genau aus dem Grund drei Busse quasi meistens, einen frühen, einen mittleren und einen späten, so dass die Leute halt dann sich danach adjusten können, wie viel Zeit sie halt brauchen. Und das sind auch die Leute unterschiedlich. Meine Leute wollen so spät wie möglich ins Stadion und einfach sich umziehen und aufs Feld und nicht so viel daran denken, und dann gibt es wieder Leute, die gern 3 Stunden davor dort sind oder 4 Stunden und alle möglichen Sachen davor machen, weil das eben ihre Routine ist. Und weil wir bei Auswärtsspielen waren, das wird erst wieder im Oktober der Fall sein. Die Cardinals haben aktuell einen 3-Game-Homestand. Kommende Woche geht's gegen die Detroit Lions, die Woche drauf gegen die Washington Commanders. Erst am 6. Oktober geht's wieder auswärts zur Sache gegen die San Francisco 49ers. Bis es soweit ist, werden wir noch ein paar Mal unsere beliebte Rubrik des Themas der Woche haben. Diese Woche haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ich habe es schon angesprochen, du bist auch künstlerisch aktiv geworden. All das und noch viel mehr in dieser Rubrik, die da lautet: Das Thema der Woche. Eigentlich unfassbar, dass wir schon über eine halbe Stunde miteinander parliert haben, ohne zu unserem Thema der Woche zu kommen. Ich glaube, diese Folge könnte auch Grenzen tatsächlich sprengen, die wir bisher hatten. Auf dieses Thema der Woche, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mich, seit wir das festgelegt haben, extrem gefreut, weil ich weiß, dass ich viel lernen darf. Es geht um die Kommunikation an der Line of Scrimmage. Und das ist insofern spannend, als dass es so viele neue Football-Fans auch die letzten Jahre und letztlich auch Jahrzehnte in Europa gegeben hat, die natürlich ganz aufmerksam zusehen, aber auch zuhören. Und immer wieder hört man Begriffe wie Kill und Can und Alert, wenn der Quarterback in der Pocket steht oder vielleicht auch in der Shotgun oder in der Pistol-Formation. Audibles als großes Thema und alles, was damit zusammenhängt, gerade auch mit dem Besserwerden der Mikrofonierung in den Stadien und bei den Übertragungen haben noch viel mehr Fans dann auch wirklich diese akustischen Einblicke bekommen. Wenn wir vielleicht einfach mal bei der Pre-Step Recognition, einfach der Coverage sind und vielleicht bei diesen drei Begriffen dann auch Halt machen. Kill, Can, Alert. Was bedeutet das? Wie universell sind die? Ist es bei jedem Team dasselbe oder steht das bei den Chiefs für was völlig anderes als bei den Cardinals oder bei den Buccaneers? Ja, also normalerweise ist das schon sehr universell. Also ich kann es natürlich nicht zu 100% sagen, was das bei den Chiefs jetzt zum Beispiel bedeutet, aber alles, was ich bis jetzt erfahren habe von Offenses in der NFL, ist, dass das eigentlich alles dasselbe also ist. Egal ob Can, Alert oder Kill, bei uns zumindest ist alles mehr oder weniger dasselbe. Es bedeutet alles, dass man von dem einen Play in das andere Play geht. Natürlich gibt es dann so kleine Unterschiede wahrscheinlich von Team zu Team, wann sie Kill verwenden, wann sie Alert verwenden, wann sie Can verwenden. Aber im Endeffekt ändert das Play von dem einen aufs andere. Deshalb, das ist überall gleich. Es gibt dann natürlich so Details noch, wo man so ein Fake-Can auch natürlich machen könnte, wo man so einfach sagt, Can, 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 aber es verändert sich nichts.
Aber das ist dann schon mehr in die Richtung von so Spielereien, von so Offensive-Coordinatoren, wo sie eben wissen, okay, in der Formation, da haben wir immer einen, also angenommen jetzt, haben wir immer einen Run nach links und dann kennen wir nach rechts, falls uns der Look nicht gefällt. Und dann in Woche 4 oder so sind sie vielleicht okay. Ich glaube, die Defenses haben das schon ein bisschen durchschaut. Deshalb tun wir mal so, als würden wir kennen, aber laufen dann immer noch nach links. Deshalb, ja, das sind also die kleinen Mind-Games quasi, die man da auch spielen kann. Aber im Großen und Ganzen bedeutet das, dass man vom ersten Play, was man gecallt hat im Huddle, aufs zweite Play umsteigt. Und ich finde das extrem faszinierend und binnen kürzester Zeit 11 Menschen oder in dem Fall 10 Menschen durch den Quarterback mitzuteilen, dass was nicht völlig anderes passiert, aber doch eben was anderes und jeder sofort weiß, was dann auch passieren muss, wie das einstudiert wird, wie das eintrainiert wird, da werden wir dann sicher auch darauf zu sprechen kommen. Aber wenn wir nochmal bei den Begrifflichkeiten bleiben, gibt es einen Unterschied zwischen Kill, Can, Alert? Wenn ja, welche? Also bei uns per se nicht. Wir verwenden Kill und Can, Alert und Can. Aber es ist eigentlich kein Unterschied. Also es macht beides dasselbe. Manchmal callt man halt ein Alert bei einem Pass-Play, was man zu einem Pass-Play alertet. Und dann vielleicht eben Can bei einem Run-Play, was zu einem Pass-Play wird. Aber eigentlich, es ist relativ random. Also man will ja auch nicht immer Can sagen, wenn es von Run zu Pass geht oder umgekehrt, wie auch immer. Weil das die Defense natürlich dann auch checkt. Immer wenn die cannen, dann kommt ein Pass. Deshalb, es muss eigentlich random sein, weil sonst springt die Defense da drauf natürlich. Deshalb bei uns bedeutet das eigentlich dasselbe. Es ist halt einfach nur, manchmal wird es eben bei Passplays Alert genannt und manchmal so. Und dann gibt es aber auch Alerts bei Runs. Deshalb, ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, das Verständnis halt, also dass es halt leichter ist, ist alles dasselbe. Es ändert das eine Play zum anderen Play. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal weiter ausholen. Was dieser Podcast definitiv nicht leisten wird, ist euch exakt mit auf den Weg geben, was passieren wird oder auch Clues aus dem Playbook mitgeben. Wir versuchen das Spiel und auch die Kommunikation an der Line of Scrimmage sehr allgemein zu halten, sodass nie jemand Einblicke in das Cardinals Playbook bekommen würde. Du hast auch zwei Plays mitgebracht, anhand derer wir sehen können, wie so eine Pre-Snap Recognition, so ein Pre-Snap Audible funktionieren kann und was es auslöst. Das stammt aber nicht aus dem aktuellen oder aus einem der vergangenen Playbooks, sondern ist ein Play, das du in Anführungszeichen erfunden hast, wie das funktionieren könnte, um zu veranschaulichen für die Hörerinnen und Hörer, wo das hingeht. Dieses Play, beziehungsweise dieses Audible, ist in den Shownotes dieses Podcasts hinterlegt. Also wer jetzt keine Textbildschere haben möchte, sondern auch mitverfolgen möchte, wie das funktioniert, bitte einmal kurz in den Shownotes runterscrollen, auf den Twitter-Link klicken und sich diese beiden Fotos zu Gemüte zu führen. Wir beginnen bei Play Nummer 1. Also so wie es in den Huddle gecallt wird, so wie du es mitgebracht und aufgezeichnet hast, was ist die Intention hinter diesem Play? Was wird dort versucht umzusetzen? Eingedenk der Tatsache, dass es dann an der Line of Scrimmage nochmal geändert wird in was völlig anderes. Aber was ist die erste Intention bei Play Nummer 1? Okay, also das, was ins Huddle kommt, ist Double Right, H Out, F Corner, C Post, Alert, Y Mesh, C Fade. Also das Ganze. Das ist absichtlich einfach gehalten, ja? Ja, halt. Also ich habe sehr generell. Also das ist eigentlich ein sehr basic Call. Natürlich, wenn das Alert hinten dran kommt, dann kommen gleich 5 Wörter dazu oder was auch immer. Deshalb hört sich's vielleicht noch mehr an, als es ist, aber das ist sehr Standard auf jeden Fall. Deshalb, es wird auf jeden Fall. Also man darf das nicht so denken, wie es wird Play 1 gecallt und sobald der Alert Alert sagt, wird das zweite Play gecallt, sondern es wissen alle Spieler unter Anführungszeichen beide Plays, weil es ein Play ist. Also es wird alles gesagt und dann wird sich aufgestellt
Und der Clou quasi in dem Ganzen ist, dass wir eben den Running Back, den H, in Motion nach außen schicken. Also wir stellen ihn als Receiver außen auf, den Running Back, und das hilft uns dabei, die Defense zu lesen. Also die Defense muss natürlich was machen, die können den nicht einfach draußen hinstellen lassen und keiner deckt ihn. Und da gibt es dann verschiedene Arten, eben herauszufinden, okay, was plant die Defense, was will die Defense machen. In dem Play ist es so, dass wir eben einen Zone-Beater haben, das erste Play, das mögen wir gegen Zonenverteidigung. Und das zweite Play, den Alert, der gefällt uns gegen Manndeckung. Um das herauszufinden, ich habe das jetzt eben so aufgezeichnet, dass sie sich in Manndeckung aufstellen, die Defense, dass wir eben den Alert bekommen. Und das sehen wir daran, dass der Backer, also einer von den Linebackern, geht mit dem Running Back ganz nach außen. Und das passiert eigentlich nur, wenn sie Man Coverage spielen. Weil sonst, wenn es Zonenverteidigung wäre, würde der Cornerback einfach ein paar Schritte rausmachen und würde sich über den Running Back aufstellen. Und der Linebacker wird rauspushen eben zum nächsten Receiver, aber nicht ganz nach außen. Deshalb, sobald der Linebacker ganz rausläuft mit dem Running Back, können wir sehr stark davon ausgehen, dass es Mannverteidigung ist und uns dieses erste Play nicht mehr so gefällt. Was uns dann zum zweiten Play bringt, soll ich das gleich machen oder soll ich das Play noch mehr erklären? Ich glaube, ich würde noch ganz kurz einhaken, weil es eben so viele neue Football-Fans hierzulande gibt. Gerade wenn man Defenses beobachtet und auch diese Clues dann bekommt, geht jemand mit jemandem mit, der sich in der Offensive in Motion befindet. Und das ist auch wieder dieses Katz-und-Maus-Spiel. In wahrscheinlich 90% der Fälle kannst du davon ausgehen, dass dann, wenn jemand mitgeht, tatsächlich Man-Coverage erfolgt. Aber wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es dann trotzdem immer noch in Teilen eine Zonenverteidigung geben kann oder eine komplette Zonenverteidigung. Also wir werden im Laufe dieser Staffel und hoffentlich vieler nächsten Staffeln noch viel tiefer graben können. Deswegen einfach mal darauf achten, was Verteidiger nach der Motion oder mit der Motion machen. In unserem Fall geht ein Linebacker mit dem Running Back mit bei deinem ersten Play und deutet darauf hin, okay, das ist jetzt eine Man-Coverage. Ja. Und dann wird aber gewechselt und per Call, Kill, Can, Alert darauf aufmerksam gemacht, nee, wir gehen jetzt doch in die zweite Variante des Plays. Was sind Anhaltspunkte oder was sind Dinge, die der Quarterback, die vielleicht auch jemand anderer sehen kann, die diesen Wechsel veranlassen? Was andere Sachen sein könnten? Da gibt es vieles. Ich meine, ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, aber... Soweit du nur kannst. Also natürlich jede Defense macht das natürlich dann wieder ein bisschen unterschiedlich. Deshalb ist das Woche zu Woche auch dann etwas unterschiedlich. Die haben bestimmte Tendencies und wir wissen, okay, zum Beispiel der Tight End, den wollen sie mit dem covern in Mann-zu-Mann-Deckung. Das heißt, wenn wir jetzt nicht den Running Back rausschicken würden, sondern den Tight End in Motion hätten und auch wir sehen, okay, angenommen, weiß nicht, Nummer 33 läuft dem Tight End nach, dann können wir uns relativ sicher sein. Natürlich, ganz sicher kann man sich nie sein. Und das ist natürlich auch, was die Defense will. Also die will ja auch nicht, dass man sich immer komplett sicher ist als Offense. Aber angenommen, der läuft eben mit dem Tyrant mit, das wäre dann wieder so eine Sache. Okay, vielleicht Man. Also so Man-Tells nennt man das. Die sind immer am leichtesten zu sehen. Es ist viel schwerer, okay, spielen die jetzt 4 tief, spielen die 3 tief, spielen sie 2 tief. Das ist ein bisschen schwerer zu sehen, weil sie das besser disguisen können. Aber immer, wenn jemand in Motion ist und sie sind in Man-Coverage, dann gibt es nur wenige Wege, wo sie das verstecken könnten, also disguisen, verstecken könnten. Deshalb so Motions, vor allem eben, wo der Running Back oder der Tight End ganz nach außen geht, wo normalerweise nur ein Receiver steht, der vom Cornerback gecovert wird, da ist es dann oft sehr schwer zu verstecken, die Man Coverage. Falls sie eben in Zonenverteidigung stehen, dann ist es ein bisschen schwerer zu sehen, was genau sie jetzt machen wollen, aber man kann sich eigentlich immer ziemlich sicher sein, ob sie jetzt Man
oder Zone spielen. Deshalb habe ich eben auch ein Play ausgesucht, was wir alerten oder cannen oder was auch immer wollen, wenn es Man ist. Wir haben auch ganz viele Cans und Alerts, ob ein Safety tief ist oder zwei Safeties tief sind, weil das ist auch relativ leicht zu sehen. Einer steht tief oder nicht. Genau, also es ist die Cans und Alerts, das sind meistens nicht so sehr detail, also fokussierte Sachen, wo man sagt, okay, spielt er jetzt genau diese Technik oder genau diese Coverage, sondern es sind sehr basic Sachen eigentlich, wo man sagt, okay, spielen sie einen tief, zwei tief, ist es Man, ist es Zone, blitzen sie oder blitzen sie nicht. Alles so Sachen, die man herausfinden kann, wenn man entweder Leute in Motion schickt oder Hard Count macht, also am zweiten Go erst losgeht, weil ansonsten wird das ja auch den Purpose irgendwie ein bisschen defeaten, wenn man sich dann im Endeffekt erst nicht sicher ist, okay, soll ich das jetzt kennen oder nicht? Und ja. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, dass immer noch die meistgehörte Episode, die wir miteinander aufzeichnen durften, jene ist, wo es um die Playcalls ging und wie kompliziert und komplex sie sein können. Wir haben gerade über Double Right, Edge Out, F Corner, Z Post, Y Mesh, Z Fade gesprochen. Jetzt wird das gecallt, jeder weiß, was zu tun ist, und auf einmal heißt es Kill, Can, Alert, was auch immer. Was sieht der Quarterback? Worauf reagiert er? Und was ändert sich in diesem Spielzug? Und da nochmal der Hinweis, das, was sich ändert, ist auch in den Shownotes zu finden, nämlich im zweiten Bild des Posts, den ihr dort findet. Genau. Also in dem ersten Call eben, das ist unser Zone-Call, den mögen wir gegen Zone. Und weil wir aber gesehen haben, dass der Linebacker mit dem Running Back ganz rausgeht, sind wir uns einfach so sicher, dass wir lieber das zweite Play spielen wollen, den Y-Mesh-C-Fade, weil das einfach, unser Coach hat uns gesagt, hey, das ist unser Man-Beater bei dem Play und das mögen wir einfach viel mehr gegen Man-Coverage. Und was sich verändert ist, was, glaube ich, leicht zu sehen ist, der Z im ersten Play hat einen Post, also Richtung Mitte, wo natürlich der Safety steht, was zwar ganz in Ordnung wäre, wenn es Zonenverteidigung ist, weil man dann einfach den Safety liest, bleibt er tief, bleibt er niedrig, kann ich den Post werfen oder nicht. Aber in Man-Coverage gefällt uns das nicht so sehr, weil wir zu 100% wissen, dass jemand mit dem Z mitläuft, außer dem Safety. Das heißt, die Route, die er läuft, ist eben so ein Fade Richtung Sideline, weil wir wissen, dass da der Safety, der Free Safety, gekennzeichnet mit FS, einen weiten Weg hat. Das heißt, der Receiver hat die Chance, den Cornerback, der ihn deckt, zu aussteigen zu lassen. Und dann muss der Quarterback den Safety mit dem Ball schlagen. Das heißt, jeder muss sein One-on-One gewinnen quasi in Man Coverage. Deshalb, das ist unser Nummer 1 Read, der Fade vom Z. Den wollen wir unbedingt werfen. Falls das nicht gut ausschaut, dann haben wir mit den restlichen, also mit Y, F und X, spielen wir Y-Mesh, was einfach ein Mesh-Konzept ist, wo die Leute sich crossen, übers Feld, quer übers Feld laufen, was immer eine gute Sache ist, wenn wir Man-Coverage haben, weil dann einfach sehr viel Traffic und viele Leute auf einem kleinen Ort und dann verlieren die Leute sich schnell. Deshalb, das wäre dann unsere zweite Option. Deshalb, wir fangen an, den Z zu lesen. Wenn der das Matchup gewinnt, dann kriegt er sofort den Ball. Und wenn nicht, dann gehen wir weiter zum F und zum X, also einfach von rechts nach links gelesen als Quarterback. Also von der rechten Seite vom Feld nach links und finden hoffentlich jemanden, der durch dieses Mesh-Konzept eben frei ist. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir auf unser Thema der Woche aus Woche 1 hinweisen sollten, wo wir mit unterschiedlichen Nomenklaturen begonnen haben, das Receiver-ABC so ein klein wenig zu definieren. Tust vielleicht trotzdem, aber möchte darauf hinweisen, wir bleiben in dieser Folge in jedem Fall konsequent und stringent und bei den Receiver-Bezeichnungen, die du auch mitgebracht hast in diesen beiden Plays. Was mich ganz generell interessiert, wie schwierig ist es, sowas auch bei Auswärtsspielen
umzusetzen. Jetzt hast du bei Heimspielen im Regelfall natürlich perfekte Bedingungen, aber dann auf einmal zu audiblen, wenn es und diese Gänge stehen den Cardinals auch diese Saison noch bevor, nach San Francisco, nach Green Bay, nach Seattle, nach Minnesota, also richtig laute Umgebungen und Stadien. Wie schwierig ist es da, das dann auch umzusetzen? Ja, natürlich, vor allem bei Third Down und halt bei so Versuchen, wo es dann wirklich drauf ankommt, da ist es einfach ohrenbetäubend laut und das sind dann genau diese Sachen, das ist sicher jedem schon mal aufgefallen, wenn der Quarterback dann ganz nach vorne zu der Line geht und wirklich jedem Einzelnen, das machen wir und die Receiver, die kriegen halt meistens ein Handsignal, das heißt, da ist weniger ein Problem, weil die so oder so reinschauen und wenn sie dann eben, weiß nicht, an den Kopf greifen oder den Hals durchschneiden für Kittel, wenn sie diese Sachen sehen, dann wissen sie sofort, für die ist es ein bisschen leichter, aber die O-Line, die muss natürlich dann auch wieder kommunizieren. Das heißt, da ist sehr viel Raum, wo auch natürlich was schief gehen kann. Und deshalb, das sind dann immer die Momente, wo man den Quarterback nach vorne gehen sieht, wo er sich wirklich Zeit nimmt und sagt, Herr, das machen wir, so dass wirklich jeder weiß und dass nicht einer noch das alte Play spielt, einfach weil er es nicht gehört hat, sondern dass wirklich alle an der Line, on the same page sind quasi und ja. Was mich da meist interessiert, wie ist diese Beziehung Quarterback und Center? Und befinde mich da in der glücklichen Lage, mit dir gemeinsam auch exzellente Zugänge zu haben. Wir hatten vor ein paar Monaten Jelle Froholt, den Starting Center der Cardinals, an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock zu Gast, der da auch tiefe Einblicke gegeben hat in das Dasein eines NFL-Centers. Wie ist da die nicht nur Beziehung, sondern auch die Kommunikation und wie sind da die Zuständigkeiten? Also wenn da der Quarterback was sieht, dann kann er es killen, alerten, cannon, wie auch immer, aber wie funktioniert das dann auch mit den einhergehenden Protections? Wie viel lastet da am Quarterback und wie viel am Center? Also natürlich immer ein bisschen verschieden, also zum Beispiel so Tom Brady oder Peyton Manning, die hat man immer gesehen, dass die haben alles gemacht. Also die haben das Play gekannt oder die haben immer gesagt, das ist der Mike. Bei uns ist es so, dass die Mike-Calls und alles, das kommt alles von der O-Line. Das heißt, das macht eben der Center, der sagt, dort ist der Mike. Und der Quarterback, der kümmert sich quasi drum, muss ich das Play kennen oder nicht. In meinen ersten zwei Jahren, als wir noch bei Kingsbury waren und eben diese No-Huddle-Offense gespielt haben, da war alles am Center. Also der hat alles gemacht. Der hat bei Run-Plays gesagt, dort gehen wir hin und bei Pass-Protection hat er gesagt, das ist der Typ, auf den wir schauen müssen. Aber der hat auch gesagt, der hat dann dem Kyler immer so ein Zeichen quasi gegeben, von wegen, hey, wir müssen das andere Play spielen. Das ist gerade nicht so gut. Aber ja, jetzt ist so 50-50 quasi aufgeteilt. Der Center, der übernimmt die Kommunikation mit der O-Line, aber kümmert sich nicht drum, ob wir das Play spielen oder nicht. Und der Kyler kümmert sich eben drum, hey, passt das Play überhaupt? Sollen wir lieber das spielen? Wollen wir das audiblen? Und diese Sachen. Einfach nur, um den Menschen, die sich das jetzt anhören, eine Idee zu geben. Wer ist für dich aktuell best im Business, was Kommunikation an der Line of Scrimmage anbelangt? Wem sollte man unbedingt zuhören, wenn man das nächste Mal vielleicht bei einem Heimspiel auch die Gelegenheit hat? Ich glaube, das sind immer diese Old- oder nicht Oldschool Quarterbacks, aber die einfach schon seit Jahren in der Liga sind. Stafford fand ich war ganz gut jetzt im Spiel. Aber ich glaube, so ein Paradebeispiel ist wahrscheinlich Aaron Rodgers. Der macht das einfach schon seit Ewigkeiten und der ist auch in der Liga bekannt dafür und gefürchtet auch von Coaches. Ich glaube, er ist vor ein paar Jahren bekannt dafür geworden, dass er eben, oder schon länger her, vielleicht 4 Jahre oder so, ich weiß es nicht genau, aber dass wenn er sieht, dass 12 Leute am Feld sind, dann callt er ganz, ganz schnell einfach irgendein Play, was sie halt sich vorausgemacht haben und alle linen sich ganz schnell ab und Ball wird gesnappt und Free Play, weil 12 Leute am Feld, aber sie kriegen das Play trotzdem noch und er kann tief gehen. Und ja, der Aaron Rodgers ist auch einer von denen, die mit ihrem Cadence einfach sehr gut sind, die es gefühlt jede Woche schaffen, mindestens einen Offside rauszuholen. Ich glaube, er hat jetzt letzte Woche erst wieder einen gehabt, wo er einen Offside hatte und dann einfach den Ball tief wirft, weil er weiß, okay, selbst wenn der gepickt wird, dann ist die Strafe auf der Defense und ist quasi ein Free Play,
deshalb nennt man das so. Deshalb, der ist auf jeden Fall sehr gut mit dieser Kommunikation und auch wie er redet on the line. Woher kommt die Cadence? Ich glaube, die bekannteste, berühmteste, die dann letztlich auch in die Benamung einer Firma gemündet ist, ist jene von Peyton Manning mit Omaha. Ich glaube, Dak Prescott verwendet Yeah, here we go. Gibt's ein paar, die durchaus ikonisch sind? Wie legt man sowas fest? Wer legt sowas fest? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich immer von dem Coach kommt, wie der das haben will. Also sowas bei uns, dass die das immer mitgebracht haben, wie sie sich das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass bei so etablierten Quarterbacks wie Aaron Rodgers oder damals noch Tom Brady und Peyton Manning, dass die natürlich auch sehr viel damit geredet haben und gesagt haben, hey, na, ich glaube, das ist so besser oder lass mal das probieren oder das habe ich schon seit Jahren gemacht, ich will Wide 80 und nicht Blue 60 sagen. also ich glaube, so ein bisschen Details können die dann schon mitreden, aber hauptsächlich kommt das eben vom Offensive Coordinator oder Head Coach. Und ich glaube, generell sagen eigentlich alle mehr oder weniger dasselbe, eben die Farbe im Cadence. Also bei uns ist halt White 80, bei manchen ist es dann vielleicht eben Yellow irgendwas, aber im Endeffekt ist dasselbe. Ein Cadence, der anders ist als bei den anderen, der mir jetzt spontan einfällt, ist eben die Rams. Die sagen nie White 80 oder irgendwas, sondern die sagen immer Turbo Setup. Also mehr so ein College, also aus dem College kenne ich es mehr, da ist es eben dieses Set Ready Go oder Ready Go oder was auch immer oder Ready Hot. Also ein kürzerer, dieser NFL-Cadence, dieser White 80, White 80 Set Hot und dann fängt erst der Cadence an. Das ist eben anders bei den Rams. Also die sind immer Turbo Set Hot und los geht's. Ich habe noch zwei Fragen zu einem Thema, das wir wahrscheinlich eh nochmal zum Thema der Woche machen müssen, weil es so viele auch Rückmeldungen gegeben hat. Aber die eine betrifft jetzt nicht Quarterback, Center und vielleicht auch die Offensive Linemen, sondern die Receiver. Und da ist von vielen, vielen Userinnen und Usern gekommen, wieder auch von den Receivern an der Line of Scrimmage kommuniziert wird, nicht intern, sondern tatsächlich auch extern, warum da so viele auch den Line-Judges einfach Daumen hoch zeigen. Ist es so einfach anzunehmen, dass die einfach nur checken wollen, ob sie eh in der richtigen Position sind und noch nicht in der Neutral Zone oder steckt da mehr dahinter? Na, die fragen die Refs immer, ob es ihnen gut geht und dann sagen sie Daumen hoch. Na, es ist wirklich so simpel, dass die einfach nur wissen wollen. Ich meine, es muss nicht Daumen hoch sein, du kannst auch einfach auf sie zeigen, aber du musst halt irgendwie aufmerksam machen, weil die Refs auf der Seite, die sagen dir dann immer, ja, geh nach vorne oder na, passt eh. Weil wenn du nicht on the ball bist, dann ist halt illegal Formation und das willst du halt verhindern. Viele Receiver, die schauen gar nicht hin, die zeigen einfach nur auf ihn, dass sie quasi gesagt haben können, ja, ich habe eh mit ihm gecheckt. Aber ja, das ist quasi der Ding. Also du zeigst auf ihn und das ist quasi die Aufforderung, dass er dir sagen soll, bist du on, bist du off, passt eh alles. Ja. Und auch deswegen liebe ich es, das zu machen, was wir hier gemeinsam tun dürfen, nämlich hoffentlich Wissen für viele Menschen da draußen kreieren. Und manchmal sind es tatsächlich auch die einfachen Sachen, wo jeder sagt, ach, das weiß doch jeder, die wir dann trotzdem versuchen zu besprechen. Deswegen freut es mich auch noch viel mehr, dass wir wirklich viele kluge Fragen bekommen. Und eine von einem User möchte ich dir dann auch noch direkt stellen. Die hat im weitesten Sinne mit der Kommunikation an der Line of Scrimmage zu tun. Und eingedenk dessen, was du auch versucht hast darzulegen, zitiere erstmal die Frage und komme dann zu meinem Nachsatz. Die Frage ist, welche Lerntechniken benutzt Bernhard, um das Playbook der Cardinals und die für Plays benutzten Codewörter zu merken? Und jetzt meine Nachfrage, ist in diesen Plays dann auch gleich hinterlegt, was der Audible, was der Kill Can Alert ist. Also musst du jedes Play in doppelter Ausführung lernen. Erst einmal, wie lernst du Plays und dann doppelt oder einfach? Ja, also ich bin, glaube ich, so ein Lerner, der das tun muss, um das dann wirklich zu verstehen. Also ich lerne die natürlich, man lernt die natürlich im Meeting und daheim alleine und all das und
Da hilft es mir am meisten immer, wenn ich das aufzeichne oder mitschreibe, während der Coach das erklärt. Deshalb, also ich schreibe das immer einfach sehr gern auf und gehe dann halt nochmal durch. Und ich glaube, dieses nochmal durchgehen und in Kombination mit Schreiben, da fällt mir das dann recht leicht, mir das zu merken. Aber so wirklich kann ich es dann immer erst, wenn wir entweder ein Walkthrough oder ein normales Training, wo ich das dann wirklich zumindest durchjogge, da merke ich mir das dann irgendwie am leichtesten. Und man muss aber auch dazu sagen, wenn man ein Playbook das erste Mal lernt, da kann man dann nicht, wenn man es das erste Mal eben quasi durchgeht und okay, man ist jetzt fertig mit dem Playbook, dann kann man noch nicht wirklich das Playbook. Also erst dann beim zweiten, dritten Mal, wo man sich dann auch merkt, was die anderen Leute machen oder warum laufen wir eine Route so. Also es sind verschiedene Level zum Lernen. Aber ich würde sagen, das erste Mal lernen ist quasi eben, okay, was mache ich? Das zweite Mal lernen ist dann, warum mache ich das? Und dann das dritte Mal lernen ist wahrscheinlich, warum machen alle anderen, was auch immer sie machen? Und da, wenn man dann bei dem Punkt ist, glaube ich, dann hat man das Playbook so wirklich drinnen und dann ist es auch leichter, neue Sachen, die dazukommen, zu lernen oder aufzufassen und eben einfach die ganze Dynamik zu verstehen, eben wie wir Sachen nennen oder warum wir Sachen so nennen. Und da ist es dann weniger ein Lernen, sondern ein Verstehen quasi von der Sprache, die wir sprechen. Und ja. Und ja, aber lernst du das immer das in zwei Ausführungen? Nein, also diese ganzen Cans und Alerts und all diese Sachen, das ist alles sehr spielspezifisch. Also das ist nicht zum Beispiel das Play, was wir jetzt da quasi erfunden haben, das würde nicht so im Playbook stehen, sondern im Playbook hätten wir, also erstens, das Playbook ist aufgeteilt in alle Details. Also zuerst hast du die Formations alleine, dann hast du die Two-Man-Route-Concepts, die Three-Man-Route-Concepts. Du hast all diese Sachen und die werden dann in einzelne Plays zusammengegeben. Das heißt, nachdem du all die Concepts gelernt hast, wird dann irgendwann stehen, okay, Double Right, H-Out, Flame, F-Corner, C-Post. Und das würdest du lernen. Und dann gibt es noch ein anderes Play, wo steht Double Right, H-Out, Y-Mesh, C-Fade. Und dann im Gameplan, irgendwann eben in der Saison, steht dann das Ganze zusammen und der Coach sagt, warum wir das zusammengeben. Also ich glaube, wenn man immer die Plays mit Alert und mit alles, dann wird man wahrscheinlich alt werden mit dem Lernen. Deshalb, man lernt die Konzepte und die Routen und all die Sachen, warum man was macht, und man steckt das dann zusammen zu einem Play, was man dann im Endeffekt spielt. Ich bin mir sicher, dass wir wieder Wissen kreieren durften. Das wird nicht das letzte Mal der Fall gewesen sein hier bei Winter Day Football O'Clock, bereits kommende Woche. Ich glaube, wir werden es noch nicht verraten, aber mit einem Stargast wird das erst recht der Fall sein. Dementsprechend, glaube ich, können wir einen Haken drunter machen, was die Kommunikation an der Line of Scrimmage anbelangt, und werden das aber vielleicht dann in noch mehr Tiefe irgendwann revisiten und nochmal diskutieren. Was wir in jedem Fall diskutieren, ist, was sich abseits unseres Themas der Woche ereignet hat, was sich abseits der Arizona Cardinals ereignet hat, in unserer dritten und letzten Rubrik. Die heißt Rund um die NFL. Das Geschehen in der NFL hat mit Woche 2 so richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben vergangene Woche unsere Underreactions präsentiert, nämlich Dinge, auf die vielleicht zu wenig Fokus und auch Enthusiasmus gelegt worden ist. Quasi das Gegenkonzept zu den Overreactions nach Woche 1. Nach Woche 2 hat man schon auch ein klareres Bild von dem, was sich in der NFL ereignet. Das war früher das erste Achtel, ist jetzt in Woche oder mit 17 Spielwochen nicht mehr ganz so einfach, aber das erste Achtel der Regular Season, das dann auch absolviert worden ist. Was bleibt bei dir von dieser vergangenen Woche 2 in der NFL hängen? Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich glaube, ich könnte mich natürlich jetzt auch weiter aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wenn Houston checkt,
wie sie alle drei Receiver, weil die haben drei richtig gute Receiver, neben Collins, Tank Dell, Stephon Diggs. Collins spielt unglaublich, Tank Dell hat letztes Jahr unglaublich gespielt, Stephon Diggs ist generell ein richtig guter Receiver. Aber Diggs und Dell, die kriegen einfach nicht genug Bälle oder erscheinen einfach nicht genug im Spiel, um wirklich eine Riesenrolle zu spielen. Deshalb, ich glaube, wenn die schaffen, alle drei Receiver einzubinden, dann kann das auf jeden Fall eine sehr gute Offense sein. Und ich glaube, wir haben auch letztes Jahr gesehen, vor allem gegen Ende der Saison, dass Houston einfach richtig gut war. Und CJ Stroud auch ein wirklich guter Quarterback sein kann in der Liga. Und deshalb hoffe ich, dass die das quasi da irgendwie hinbekommen. Auf der anderen Seite vom Ball, in demselben Spiel, ist mir aufgefallen, Stingley Jr. gegen DJ Moore, so ein bisschen so Statline einfach jetzt, das fand ich sehr interessant, hat den DJ Moore zu 52 Yards gehalten bei 28 Routen und hat ihn einmal gepickt, also nicht den Moore, aber den Quarterback. Deshalb, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Gefühlt müssen wir jede Woche über ihn reden, den Caleb Williams. Aber da auch eine interessante Statline, wenn der under pressure ist, dann ist er nicht gut. Und das kann sein, dass er ein Rookie ist und dass er das einfach noch lernen muss. Und weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das sind die Facts. In der Woche 1 ist er 0 von 5, also in 5 Pressures, wo er geworfen hat, ist er 0 Completions bei 5 Pässen. In Woche 2 2 von 9, aber hat 2 Interceptions geworfen, als er gepressured wurde. Natürlich die Offense generell um ihn herum muss noch viel ändern. Swift hat 18 Yards Rushing gehabt, das hilft natürlich nicht. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Stat vom Caleb Williams. Dann die Defense der Steelers. 16 Punkte in 2 Wochen, wenigstens seit 2007. Fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt kommen sie gegen die Chargers. Ich glaube, das wird so der erste wirkliche Test, wo man dann sehen kann, okay, wie gut ist diese Defense wirklich. Aber fände ich persönlich auf jeden Fall sehr geil, wenn die Steelers wieder so eine richtig, richtig gute Defense hätten. So wie damals mit Troy Polamalu und den anderen. Wird mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ganz kurz, Jim Harbaugh hat dieser Tage gesagt, das ist ein Playoff-Spiel für uns, weil die Steelers ein Playoff-Team sind und das ist das Niveau, das wir uns erwarten und mit dem wir uns messen werden. Also für die Chargers, Playoff-Spiel, was in Woche 3 natürlich absurd klingt, aber vom Mindset her schon extrem spannend ist. Kurze Randnotiz. Ja, voll. Ich glaube, so ist er auch als Head Coach. Also ich glaube, der ist generell, also der versteht natürlich auch die Dynamik und alles und der macht eigentlich immer einen sehr guten Job, dass das Team, man hört nicht viel von den Steelers meistens, aber die sind eigentlich immer ready to play und sind auf jeden Fall sehr competitive, egal gegen wen sie spielen. Und das wahrscheinlich ihm zuzuschreiben. Ich glaube, über die reden wir dann eh noch. Aber die Ravens 0-2, das letzte Mal, als sie das gemacht haben, haben sie 5-11 gefinisht. Deshalb mal schauen, ob der Lamar die da ein bisschen rausholen kann noch. Aber jetzt kommen Dallas, Bills und Bengals. Das heißt, wird auf jeden Fall schwer. Wäre auf jeden Fall Katastrophe, wenn die 0-5 starten. Deshalb ja, hoffe ich nicht. Rodgers hat gewonnen. Das fand ich nice, weil ich ein bisschen ein Fan von ihm bin. Aber sonst, ich glaube, das einzige andere, oder zwei Sachen habe ich noch, sage ich. Die Defense von den Vikings hat richtig gut ausgeschaut gegen eine richtig starke Offense von den 49ers und auch nach dem Spiel hat Brock Purdy eben darüber geredet, was für einen guten Plan die hatten und dass es einfach sehr schwer war, gegen sie zu spielen. Die haben 6-6-6 gegen die 49ers, 2 Turnovers, beide von Brock Purdy, ein Pick, ein Fumble. Und dann hatten sie noch einen Blocked Punt. Also das war einfach eine sehr gute Leistung von der Defense und von dem ganzen Team, weil es war nicht High Scoring oder was auch immer. Justin Jefferson ist natürlich crazy gegangen. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Aber ja, es war einfach ein Team-Effort, um die 49ers da quasi zu bezwingen. Und das andere habe ich, weil wir jetzt gegen die spielen,
obwohl Hutchinson 4,5-6 hatte. Und ich glaube, du hast es dir vorausgerechnet, on the paces für 47,5. Ich glaube 46,75, also eine absurde Zahl, ja. Ja, also auf jeden Fall crazy, wenn der so weitermachen würde, dann smasht er den Rekord natürlich. Aber obwohl der so gut gespielt hat, und normalerweise, wenn einer in der Defense so viele Sacks macht, dann hat die gegnerische Offense nicht wirklich eine Chance oder tut sich auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber die Lions Offense selber, die war 7-mal in der Red Zone, hat einmal nur gepunktet oder einmal nur einen Touchdown gemacht. Und das ist natürlich dann auch nicht gut, also das negiert das andere dann irgendwie ein bisschen. Deshalb bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir gegen die dann sind. Und eins, glaube ich, muss man noch sagen, Derek Carr und die Saints, beste Offense in der NFL, crazy. Das wäre so die Nachfrage gewesen, bei welcher Prediction du mich für am verrücktesten erklärt hättest, dass die Raiders in Baltimore gewinnen würden, dass die Saints die Cowboys dominieren oder dass die Bucks einen Sieg aus Detroit entführen. Da könnte man wahrscheinlich noch ein paar andere Ergebnisse nennen, aber es sind jetzt irgendwie so die drei, die mir als erstes ins Auge gestochen sind. Wo hättest du mich vor der Woche, wie gesagt, am ersten als Lunatic definiert und gebrandmarkt? Wahrscheinlich sogar die Bucks gegen Detroit. Ja, ziemlich sicher sogar. Wobei, gibt noch eine großartige Statistik, die ich im Nachgang zur Woche 2 gelesen habe. Die New York Giants sind die erste Mannschaft der NFL-Geschichte oder zur ersten Mannschaft der NFL-Geschichte avanciert, die drei oder mehr Touchdowns erzielen, so ist es richtig, keinen einzigen zulassen und trotzdem verlieren. Das kann passieren. Mit 7 Field Goals durch Austin Seibert gegen die Washington Commanders. Weil du aber schon angesprochen hast, das Spiel gegen die Detroit Lions, das den Cardinals bevorsteht, das ist Teil einer 5-Spiele-Serie im späten Fenster der NFL. Vergangene Woche gab es die Dacker Box bei NFL Red Zone. 10 Spiele im ersten Fenster, dieses Mal sind es Gott sei Dank nur 7 und tatsächlich dann auch 5 im späten Fenster mit Panthers, Raiders, Dolphins, Seahawks, Lions, Cardinals, Ravens, Cowboys, 49ers, Rams. In Form und Umfang 4,5 richtig gute Spiele. Warum sind es nicht 5 richtig gute Spiele? Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Carolina Panthers Teil davon sein werden. Und das bringt uns auch zu einer der dominanten Headlines der vergangenen Tage, nämlich dass Bryce Young nach nur 2 Spielen beziehungsweise 18 als Starter gebencht worden ist. Für dich nachvollziehbar, dass der First Overall Draft Pick von vor 1,5 Jahren auf der Bank Platz nehmen muss? Ja. Natürlich, ich meine, das sind viele Bausteine, die irgendwie nicht passen und ich glaube, wir haben letztes Jahr auch schon über die Organisation geredet, dass da einfach zumindest, dass es von außen so ausschaut, müsste da viel passieren, um das umzudrehen. Aber ich habe da auch eine interessante Stat gefunden und das ist einfach, was halt schwer ist dann. Also man muss natürlich auch als Coach irgendwo sagen, okay, ist es berechtigt, dass der spielt oder nicht? Und die Stat ist eben, in Woche 1 wurden sie outscored 30-3 in der ersten Halbzeit und in Woche 2 20-0. Und das ist halt schwer. Und natürlich ist der Quarterback immer der Haupttragende, egal ob gut oder schlecht. Und ich meine, ob Andy Dalton das Schiff jetzt rumreißen wird, weiß ich nicht. Manche gehen davon aus, weil er einfach ein bisschen erfahrener ist und vielleicht ein bisschen Ruhe da reinbringt. Aber ich meine, auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch ganz gut für ihn. Er kann sich wieder fokussieren und bisschen so zurück zur Baseline quasi und den Dalton jetzt mal spielen lassen und wenn der dann schlecht ist, dann geben sie ihn wieder rein und vielleicht läuft's dann ja. Deshalb vielleicht ist das der Gedanke dahinter. Aber ich fände es auch ziemlich geil, wenn Andy einfach die Panthers dann ausschauen lässt wie ein Superteam. Das wäre auf jeden Fall auch eine lustige Story. Prinzipiell können wir
allen Menschen so viel Erfolg wie möglich, aber diese Bryce Young-Nummer könnte tatsächlich zu einer historischen werden. Kann mich noch einigermaßen gut daran erinnern, wie 3-4 Jahre nach Ryan Leaf versus Peyton Manning diskutiert worden ist, dass das damals eine legit Debate war. Und wenn wir 1,5 Jahre zurückspringen, ja, Bryce Young und CJ Stroud, das war keine ausgemachte Sache. Das ging hin und her und jetzt im Nachhinein sieht es natürlich so aus, als ob das eine ganz eindeutige Nummer gewesen wäre. Aber so funktioniert Talent Evaluation in der NFL eben auch nicht. Und manchmal trifft man voll ins Schwarze und manchmal haut man dann eben auch komplett daneben. Und auch deswegen wird spannend sein, die Panthers in weiterer Folge und dann eben auch Bryce Young zu verfolgen. Klein wenig Buchhaltung für Woche 2 müssen wir noch machen und das Ganze mit einer absurden Zahl und werde den Tweet dazu auch in den Shownotes verlinken. Nämlich habe ich dir auch zukommen lassen, dass der vergangene Sonntag jenen Tag markiert hat, an dem Travis Kelce zum ersten Mal seit 114 aufeinanderfolgenden Spielen nicht mindestens 3 Pässe gefangen hat. Also wenn man sich das zu Gemüte führt, es wirkt außerirdisch absurd. Du als Positionskollegin, als jemand, der Travis Kelce sehr schätzt, bewundert und auch immer wieder perfekt analysiert hat. Wie gehst du mit so einer Zahl um? Das ist crazy, allein in der NFL. So viele Spiele so konstant zu spielen, das ist natürlich das Verrückte, dass man das auf so einem hohen Level einfach so unangefochten quasi über so eine lange Zeit machen kann. Ich meine, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass dieses Streak gebrochen ist und dass Travis Kelce jetzt nicht mehr so gut ist wie davor. Aber es zeigt einfach, also für mich zeigt das einfach oder wird nochmal in den Vordergrund gerufen, wie dominant der einfach war die letzten Jahre oder vielleicht schon Jahrzehnt sogar. Deshalb, ja, für mich ist das mehr im Vordergrund und nicht, er hat jetzt keine 3 Catches gemacht. Ich habe da eh auch ein bisschen drüber gelesen. Ich meine, die haben Noah Gray jetzt gerade zu einem Vertrag gesigned und sie haben einfach auch andere Weapons in der Offense, was finde ich ein gutes Zeichen ist für eine jede Offense, dass wenn man sich aussuchen kann, zu wem man werfen will und es muss nicht Travis Kelce sein. Aber ich bin mir zu 100% sicher, umso länger die Saison geht und umso wichtiger die Spiele werden und umso größer die Momente werden, umso mehr Bälle werden Richtung Travis Kelce gehen. Da mache ich mir gar keine Gedanken eigentlich, ob da irgendwelche Doubts vielleicht sehen oder ist er nicht mehr so gut. Ich bin mir sicher, wenn wir ein 3rd-and-10 in irgendeinem Playoff-Spiel haben, gegen den, wo sie eben drinnen sind, dann geht der Ball höchstwahrscheinlich zu ihm hin und jeder wird wieder sagen, warum covert denn keiner? Deshalb ja. Weil es so unfassbar schwer ist, diesen Mann zu decken und weil diese Kommunikation und auch diese Chemie und auch über das werden wir im Laufe dieser Staffel dann sprechen zwischen ihm und Mahomes wahrscheinlich so unique ist wie nur ganz wenig andere Verbindungen in der NFL. Und nur um diese Serie auch nochmal einzuordnen, diese 114 Spiele mit mindestens 3 Catches, das ist für egal welchen Spieler auf egal welcher Receiver-Position absoluter NFL-Rekord. Woche 2 in der Box. Das heißt natürlich auch, dass ein paar Teams ungeschlagen sind, ein paar Teams bei 1-1 stehen und ein paar Teams eben bei 0-2. Die Playoff-Chancen mit 0 und 2 als oder nach einem Saisonstart, die sind bei circa 10%. Das ist nicht allzu viel und es gibt ein paar Teams und auch ein paar favorisierte Teams, die bei dieser Bilanz aktuell stehen. Wenn du ein Team picken müsstest, das aktuell bei 0-2 steht, aber für dich noch immer heißer Playoff-Kandidat ist. Welches wäre das? Ich gehe ganz kurz die 0-2-Teams durch und vielleicht sind es auch mehrere, aber aktuell bei 0-2 stehen die Colts, die Jaguars, die Titans, die Bengals, die Ravens, die Broncos, die Giants, die Panthers und die Rams, die aktuell eine absolute Seuchensaison haben, auch Cooper Kupp wieder auf IR. Ich glaube, da wird schon richtig schwierig, mit überhaupt noch 53 Mann an Active Roster zu stellen. Aber von all den genannten Teams, die alle bei 0-2 rangieren, wer kommt für dich, Stand jetzt, sicher in die Postseason?
Ja, sicher ist natürlich ein sehr starker Begriff, wenn du mir gerade gesagt hast, dass es ja, 10% das ist sind. Wer glaubst du, nein, könnte Spaß. es am ehesten bewerkstelligen? Ja. Nein, also natürlich stechen Ravens und Bengals für mich raus. Die Titans sind natürlich auch ein gutes Team, aber ich finde die Bengals und die Ravens sind, glaube ich, stärker. Aber mit dem Hintergedanken, dass ich euch gerade erzählt habe, dass die Ravens jetzt in den kommenden Wochen noch gegen Dallas, Bills und Bengals spielen müssen, dann würde ich wahrscheinlich eher die Bengals nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen die spielen. Vielleicht spielen die gegen auch richtig gute Teams. Aber ich glaube, ich würde mit den Bengals gehen. Mir gefällt Joe Burrow einfach, seitdem er in der Liga sehr gut, seitdem er in der Liga ist, sehr gut. Ja'Marr Chase ist ein richtig guter Spieler und ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, sehr schwer zu sagen. Vielleicht wäre es so leichter. Wer auch immer Bengals Ravens gewinnt in 3 Wochen, den würde ich nehmen. Ja, voll. Die Bengals bis dahin ein klein wenig leichteres Los. Die spielen gegen die Commanders, gegen die Panthers, dann eben gegen die Ravens. Das wird dann sicher schon richtungsweisend sein und dann gegen die New York Giants. Also am Papier sollten 3 der nächsten 4 Aufgaben relativ einfach sein, aber was ist in der NFL schon einfach? Wir haben die Überraschungen in Woche 2 ja schon ein klein wenig andiskutiert. Was für mich keine Überraschung ist, für dich vielleicht auch nicht, aber wo ich in jedem Fall deine Einschätzung haben möchte, ist das, was Bill Belichick seit geraumer Zeit vorexerziert. Der war schon beim NFL-Draft extremst unterhaltsam mit Pat McAfee, ist dort auch regelmäßig zu sehen, ist beim Manningcast, betreibt viele verschiedene Medienprodukte, ist so präsent wie noch nie zuvor und das in der Branch des Businesses, die er eigentlich bisher verachtet hat und die er einsilbig abgetan hat. Wirst du so den Ausflug von Belichick in das Medienbusiness verfolgt? Ja, ich wollte gerade genau dasselbe sagen wie du eigentlich, dass er das ja eigentlich immer gehasst hat und man hat Belichick eigentlich immer nur als den gekannt, der nie grinst und nie irgendwelche Witze macht und immer onto the Bills or onto the Dolphins oder was auch immer. Deshalb, ja, auf jeden Fall sehr, sehr lustig und er hat jetzt auch Instagram. Ich folge ihm jetzt auf Instagram. Ich glaube, der hat das seit einer Woche oder seit 2, keine Ahnung. Das fand ich auf jeden Fall sehr funny, da habe ich ein bisschen gelacht. Aber ja, ich weiß nicht, also dieser Tom Brady Roast, der war ja da. Da war er schon, wo er das erste Mal irgendwie Witze erzählt hat, so in der Öffentlichkeit und so. Das war auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, halt ein bisschen komisch irgendwie so, weil man ihn einfach nicht so kennt. Aber ja, ich finde es sehr cool. Ich finde, er kommt sehr sympathisch rüber und sehr even keel. Deshalb, ja, er ist, denke ich, auf jeden Fall eine Bereicherung für die Medienlandschaft der NFL, so, deshalb finde ich, habe ich gar kein Problem damit und ich fand den eigentlich immer schon irgendwie ein bisschen witzig, weil er halt irgendwie so, ihr geht's mir alle auf den Nerv, lasst mich in Ruhe, aber dann auch ein sehr schlauer Mensch ist, der aber auch sehr lustig sein kann, wie man jetzt halt sieht. Eine Bereicherung für die Medienlandschaft der NFL im deutschsprachigen Raum, das bist du definitiv. Wollen wir an der Stelle schon andiskutieren, dass kommende Woche ein Stargast bei Winter Day Football O'Clock erwartet oder wollen wir die Hörerinnen und Hörer noch ein klein wenig auf die Folter spannen? Ich glaube, es ist noch nicht zu 100% fix, zu 100% fix, aber zu 99? Ja, 99,9. Ich glaube, wir reden nur noch über die Zeit, wann wir es dann aufnehmen. Das heißt, wir geben es noch nicht preis. Dürfen alle rätseln, wer es sein könnte. Ist auf jeden Fall spektakulär und passt auch perfekt zu unserem Thema der Woche, kommende Woche. Da wir machen den Deckel drauf. Das war mega, einmal mehr. 80 Minuten plus XXL, bereits in Woche 2. Du bist in Höchstform. Das freut mich sehr. Freue mich auf das Spiel der Cardinals gegen die Detroit Lions, mein persönliches Game of the Week. Und freue mich darauf, dass wir in einer Woche das nachbetrachten dürfen und dann hoffentlich über die 2-1 Arizona Cardinals sprechen. Danke wie immer fürs so lange und ausführlich über American Football plaudern. Hat mich auch sehr gefreut. Wir sehen uns bald wieder. Football. He's at the 40. He's at the 20. He won't give it up. Oh, he's got the first.
2 seconds on the clock. Football.